Bürgersteige, das Bepflastern und die Bäume, die gepflanzt worden sind, die Kosten werden auf die Anlieger verteilt. Und das ärgert uns schon. Braucht man eigentlich nicht so eine Landebahn. Vor allen Dingen die Anwohner müssen es bezahlen. Und wer hat denn den Nutzen von so einem riesen breiten Bürgersteig? Kein Mensch. Man hat dann letztlich nach vielen, vielen Diskussionen sich für diese Lösung entschieden, weil wir dadurch einfach davon ausgegangen sind, dass diese Umbaumaßnahme die Attraktivität unseres Ortskernes deutlich steigert. Also hier in der Straße ist die Hauptstraße zurückgebaut worden, nachdem eine Umgehungsstraße hier diese Hauptstraße oder hier die Durchgangsstraße entlastet hat. Da war eben dann die Vorgabe, die Straße zurückzubauen, und das ist hier passiert. Man hat die Straße so zurückgebaut, indem man einfach die Bürgersteige verbreitert hat. Die Straße wird finanziert von Hessen Mobil, aber die Bürgersteige, das Bepflastern und die Bäume, die gepflanzt worden sind, die Kosten werden auf die Anlieger verteilt. Und das ärgert uns schon. Wenn mehr geteert worden wäre, bleibt ja automatisch weniger Pflaster über, dann wird es von vornherein günstiger. Die Grundfläche vom Haus, die ist ausschlaggebend für den Betrag, der sich errechnen wird. Man hat schon gesagt jetzt von Seiten des Bürgermeisters, dass es in den fünfstelligen Bereich gehen wird. Unabhängig davon, wie viel Geld jemand hat oder nicht hat, geht es hier um Kosten, die getragen werden sollen von Anliegern, die ja nicht Eigentümer sind. Wir sind nicht Eigentümer des Bürgersteigs. Wir sind ja nur zufällig Anlieger, und Nutzer ist ja die Allgemeinheit. Also müssen die Kosten im Prinzip auch auf die Allgemeinheit verteilt werden. Ich glaube nicht, dass jemand in seiner Finanz- oder Lebensplanung jetzt mit einplant, dass er Straßenausbaubeiträge zahlen soll oder muss.
Kommen Sie ruhig nochmal von hier vorne reingelaufen. Okay, und bitte. Warten Sie kurz. Okay, dann können Sie weitermachen. Moment. Und bitte. Okay, und weiter geht's. Nochmal das M ein bisschen nachzeichnen. Und bitte. Und weggehen, bitte. Dankeschön. Kurz bevor wir fahren.
Urlaubszeit her, obwohl die Bayern jetzt erst kriegen erst noch weiter, aber so ganz wenig Mehleingang im Moment, ja. Ganz kaum Anrufe. Ja. Also es ist immer so im Sommer, oder? Ja. Mein Chef ist im Urlaub, da haben wir im Hof. Ja. Und schon dort, die unwichtig sind. Ja, ja, das ist schon. Ja. Haben wir vielleicht auch, weiß ich. Ich meine, Marke. Noch einmal zurück und dann kann es losgehen. Gut, dann los. Machen wir noch einmal, kommen Sie ruhig noch einmal.